Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Minera, dem UHC-Projekt, das wir schon angekündigt haben, mit dem CraperD und dem Zottel. Hallo. Hi. So, ja, ich würde sagen, wir starten hinein in den Server in 3, 2, 1, los! Oh, ich bin so gespannt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich weiß nicht, was uns erwartet. Team ich Rot, von hier. Hallo Leute. Ah, da Rot. Kommt mit, ja, Boots, bei mir rechts auch. Nicht aber spenden! Hier rein, hier müssen wir in den Dispenser. Hä? Echt? Was? Da muss man die Karotten reinlegen. Welche Karotten? Die Golden Apple. Kommt, wir gehen hier entlang, weil da ja. Ist unsere Base. Unsere Safe Und Zone. Und lass vielleicht Schwert craften, weil wenn wir so, nachbekommen... Ich frag mich, ob wir die Ersten sind, die auf dem Server überhaupt aufnehmen. Müssen wir mal gucken. Holz würde ich jetzt erstmal nicht mitnehmen, nee, einfach in die Safe Zone laufen. Wir schauen halt erstmal in die Safe Zone. Nur die Tiere töten. Schafe gibt ja. Oh, hier war schon jemand. Ja. Übrigens, Leute, die Teilnehmer sind alle in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da mal vorbei. So. Auf jeden Fall. Hä? Ach du Kacke, wie weit ist denn das weg? Wo seid ihr? Da seid ihr, okay. Ja. Müssen wir unsere Safe Zone selbst machen, oder? Nee. Lass die Tiere mitnehmen mit einer Waffe, oder? Weil Nahrung brauchen wir. Ja, ich baue hier ein bisschen Schwarzholz ab. Aber wir müssen uns auch direkt sputen und in die Safe Zone, bevor es Nacht wird. Bei mir seht ihr das Ganze mit Shader. Leider laggt es im Moment ein wenig, aber ich glaube, das liegt am Server. Ich weiß es nicht. Bei mir gar nicht eigentlich. Bei mir auch nicht. Oder es liegt an Fraps, weil ich da irgendwie eine komische Einstellung jetzt habe. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich würde aber im Fight den Shader ausmachen, ne? Oder in der Nacht. Den Kühen? Du musst auf jeden Fall ultra aufpassen, weil das ist ein UHC-Projekt. Das bedeutet, man regeneriert nicht von selber. Wenn man da einen Herzschaden hat, ist schon fast vorbei. Ich versuche jetzt einfach mal in die Safe Zone zu kommen. Ich weiß auch nicht, wo die genau ist. Und vor allem weiß ich auch nicht, was da alles drinnen ist. Also ich habe da auch nicht wirklich Info dazu. Ich wurde da auch gerade mal rumgeleckt, obwohl ich eigentlich heute einen guten Ping habe. Okay. Auf jeden Fall sind da ultra viele Kühe. Und ich habe überhaupt... Ja, das ist auf jeden Fall nice. Weil wir können uns schon Leder-Equip machen. Wo seid ihr eigentlich? Ja. Wir kommen hinterher. Wir töten hier die Kühe. Ich werde jetzt einfach mal in die Safe Zone hier marschieren. Und die erste Folge wird zu dritt aufgenommen, die zweite weiß ich nicht, die dritte auch nicht, aber wir versuchen zumindest immer, dass wir zusammen aufnehmen, würde ich schon sagen. Ja, damit auch immer jeder auf dem gleichen Stand ist und nicht jeder immer das Video von dem anderen gucken muss, so dass er immer weiß, was er gemacht hat, sondern dass wir immer gleich vom gleichen Zeitpunkt an direkt wissen, wer was gemacht hat. Ja, wir werden uns sind wir auch ein bisschen besser geschützt. Können wir uns gegenseitig schlagen? Ich würde es nicht ausprobieren, aber... Nee, Leute, suchen das auf keinen Fall. Ich nehme hier gleich mal ganz wenig Holz mit. Ah, ich glaube, ich habe hier die Border erreicht. Die World Border. Wenn du die Border erreicht hast, wo ist denn dann unsere Safe Zone? Ja, das frage ich mich auch gerade. Hä, lol? Egal. Hä, Leute? Er hat aber nicht in die Regeln geschrieben, dass wir die eigene Safe Zone machen müssen. Nee, eigentlich stand da irgendwas von, da ist eine Mauer oder so. Habt ihr geguckt, was der Dorfbewohner dealen konnte? Nee, hab ich nicht. Vielleicht mussten wir da irgendwie draufklicken oder so. Hä, lol? Der ist scheiße, da müssen wir mal zurück. Nee, wir laufen erstmal in die Ecke, okay? Och, müsste ich... In der Ecke ist Wasser. Ist schon da. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Also ich geh zurück. Nee, wir brauchen diese fucking Safe-Song. Warte doch mal, bleib mal beieinander. Hä, lol? Sind die nicht einfach in den Ecken? Ich weiß es nicht, also... Hä? Ich denke mal, dass der... Wozu steht denn dann der Dorfbewohner da? Mein Wecker klingelt, ich habe einen Grund zu lieben. Hä, lol, was? Jetzt mal im Ernst, hä? Wo ist die Safe Zone, Mann? Hallo? Ich geh eben zurück. Ich habe schon 1,5 Hungerbalken. Nee, wir können hier nicht. Hm? Hä, lol? Was? Wo ist die fucking Safe Zone? Ja, komm mal zurück zum Dorfbewohner. Deine Zeit endet in 10 Minuten. Scheiße, schon 5. Ja, und wir haben die Safe Zone nicht gefunden. Hä, wie scheiße ist denn das?
Ja, super, ich schreibe mal den Jan Wils an, aber ich gehe jetzt mal kurz zurück zum Spawn und gucke. Ja, ich gehe auch. Wir müssen also, aber aufpassen. Wir müssen ultra aufpassen. Wir müssen uns dann irgendwo verbuddeln, damit, wenn wir spawnen und also wenn wir das nächste Mal auf den Server gehen, dass wir nicht gleich gerackt werden. Spawn-Trappen ist, soweit ich weiß, verboten. Shit, wie komme ich da jetzt runter? Ich muss ultra aufpassen, dass ich hier keine Herzen verliere. Hä, du bist die Safe Zone. Ich hab viel Hunger verloren. Nee, ich habe noch gar nichts verloren. Ach du Kacke. Nee, egal, wir haben genug Nahrung. Ich baue mir einfach mal so notgedrungen ein Holzschwert. Für den Fall der Fälle. Ich sehe hier gerade, da ist der Dorfbewohner. Hä, hey, lol, ich bin so weit weg, ich bin bis ans Ende, bis an die World Border gegangen und da war gar nichts. Er hat ja irgendwas gemeint, das ist rot, oder? Also in den Teamfarben. Ich weiß es nicht. Herr Scheiße, Alter. Es wird bald Nacht. Nee. Doch. Oder? Doch, die Sonne geht schon könnt runter. Ihr irgendwo hinkommen? Soll ich sprinten? Nee, komm. Ich bin nicht in der Mitte. Fuck, ich auch nicht. Da muss er irgendwo... Egal, auf gar keinen Fall verrecken. Im Notfall alleine einbauen. Ja. Hä, lol, was? Wir haben einfach die Kack-Safe-Zone nicht. Egal, wir können uns... Ich bin jetzt beim Dorfbewohner und ich kann euch sagen, der Dorfbewohner macht nichts. Er ist einfach nur ein Shop, wo es Weizen gibt, Karotten, Kartoffel, Gold, Diamanten und Äpfel. Aber ich habe noch kein Leben verloren. Ich auch nicht. Wo ist unsere Safe-Zone? Fuck, ja, die haben wir nicht. Es gibt keine Safe-Zone bei uns. Ich weiß nicht, was da los ist. Hä? Ja. Egal. Bleib mal ruhig. Ich verliere auch Hunger. Ich baue mich irgendwo in den Boden ein, baut ihr euch auch ein, nehmt genug Brot mit. Hey, weil wir dürfen keinen Schaden bekommen. Wartet mal. Nee, komm wieder hoch, komm wieder hoch. Wir müssen Nein, ich kann nicht mehr hoch, es wird Nacht. Baut euch irgendwo in den Boden ein. Scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Aber Brot mitnehmen. Ja, nehmt Brot mit. Nicht viel. Gut, ich baue mich ein. Jetzt sieht man zwar nichts bei mir, aber egal. So, es ist ultra gefährlich, sich einfach so in den Boden reinzubauen. Also macht immer, wenn ihr euch runterbaut, immer zwei. Damit ihr ja seht, ob da irgendwie was unten ist. Baut ihr euch gerade runter? Ja, ich baue mir da jetzt eine kleine Base rein. Ja, ich auch. So, dass ich mal ein paar Rohstoffe habe. Ich finde, ich habe fast kein Holz mit. Ich wäre dafür, wir gehen einfach alle meinen. Und ich habe zu wenig Holz für meinen mit. Ja, ich auch. Wieder Tag wird. Und außerdem sind da unten überall Skelette. In der Nacht ist die Chance, in der Höhle Skelette oder Zombies zu spawnen oder zu sehen. Ja. Nein. Doch, gibt's irgendwelche Befehle, so slash time Mobs oder so? Spawned werden. Nee. Hm. Also, dass man nachschauen kann, wie lange man noch hat. Gibt's nicht. Slash time. Alter, wie... Ja, ich hab schon geschaut. Geht nicht. Slash time einfach. Alter, wie scheiße ist denn das jetzt? Ich hab nicht mal eine Fackel. Und ich hab hier Shader. Wartet mal, ich schau mal. Wenn ich den Shader rausgebe, ob man das besser sieht. Ja, sieht man auf jeden Fall besser. Hä, lol, und jetzt habe ich auch wieder konstante FPS. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Alter, das ist jetzt so belastend. Ich frag grad mal Jan. Ja, frag mal. Hä, warte, ich schau mal, Lichtlevel. Scheiße, null habe ich da. Das heißt, rein theoretisch könnten hier Dings spawnen. Das bedeutet, ich mache mir jetzt einfach Half-Slaps und kleide da überall alles aus, dann kann nichts spawnen, soweit ich weiß. Wie? Bist du in der Höhle oder so? Nee. Ich bin hier. Ja, dann Monster können nur spawnen, wenn du 20 Blöcke von denen entfernt bist. Die können nur 20 Blöcke von dir entfernt spawnen. Okay, das ist. Trotzdem habe ich mal hier ein bisschen was ausgekleidet. So, also erste Folge ist schon mal ein richtiger Reinfall. Hä? Nee, also ich würde sagen, die passt. Ja, aber wir haben eigentlich... Wo ist die Safe Zone? Wir haben genug Essen, wir haben eigentlich alles genug, aber er hat uns auch keine Koordinaten geschickt. Ich höre eine Spinne.
Ich höre gar nichts. Bin taub. Nee, er hat gar nichts. 5 Minuten. Dein Zeit endet in 5 Minuten. Was bringt mir das? Ich hab noch 10 Minuten. Hä, was? Achso, du warst ja auch mal kurz. Du warst kurz draußen. Du musst dann aber leften, wenn wir geleftet sind, weil du darfst die 15 Minuten. Ja, ich lefte dann einfach. Ich frag mal Jan, weil der meint ja irgendwie, man darf nicht ohne Grund lieben. Ich hab mit dem Grund gelieft. Ja, aber pass lieber auf das nächste Mal. Also, wenn es geht, gar nicht lieben. Ja, gut. Ich wollte halt nicht komplett die komplette Aufnahme weg im Hintergrund haben. Ja, ich kann auch deren verstehen. Das ist ja mal richtig bescheuert. Wir haben keine Safe Zone. Wir haben eine Safe Zone, fragt sich nur wo. Ich hab gar kein Wood mehr. Ich hab Wood. Ich kann mir keine Fackeln machen, haben wir Nacht. Wo habt ihr das Brot her? Ich hab 3 Steaks, welches Brot? Ja, ich denk's mir auch, wo habt ihr Brot her? Ich hab kein Brot. Ich auch nicht. 4 Minuten, okay. 4 Minuten. Naja, egal. Scheiße. Naja, Mann. Macht nichts. Trotzdem eine spannende erste Folge, würde ich sagen. Der meinte, der gibt die Richtung an. Sneakt einfach die ganze Zeit. Da bist du vielleicht falsch gelaufen? Weil nee. Der meinte, da wäre die in die Richtung. Eigentlich nicht. Ich bin genau ins Eck gelaufen. Ich habe ja sogar die World Border im Eck gesehen. Okay. Am Spawn seht ihr doch die 4 Ecken des Quadrats. Jede eure Farbe muss sein. Ja, da war ich aber und da war nix. Das war richtig komisch. Alter. Da war eine Border. So, ich würde sagen, die restliche Folge, die werden wir hier in diesem schönen kleinen Bunker hier verbringen. Und dann erzählen wir doch mal ein bisschen was über das Projekt. Ja, was wollen wir denn machen? Auf was der haben wir vor? Allgemein im Projekt? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall siegen. Ja, ich meine, es kann sein, dass wir jetzt auch so als Gegner richtige Profis haben, aber auf der Bedrock, da ist die Wolle, ja, ihr müsst in die Ecke. Ja, da ist ich aber nichts. Diese Folge gehe ich nicht mehr raus. Das ist sicher. Ja, ich auch nicht. Frag ihn bitte mal, was denn, ob das genau im Eck ist, unsere Base, unsere Safe Zone. Nicht gleich weil, machen. Weil da ist Wasser bei uns. Oh shit. In jeder Ecke ist eine Team Safe Zone. In der Ecke. Hä? Da war aber nur Wasser. Ist also vielleicht im Wasser. Ja, lass eine Unterwasserbase machen. Easy. Nein, das ist doch voll aufwendig. Ja, und da können wir ja, so leicht trinken. Ja, wieso besser ist? Ja, wieso? Ja, wieso? Wenn wir die nicht so weit unter Wasser machen? Und außerdem können die da nicht reinschießen. Können die auch. Ja, trotzdem. Ja, aber es trifft 2 Minuten. So, ich kleide hier oben noch aus. Ich gehe jetzt raus, ne? Ich hab schon mal ein bisschen Rüstung mir gemacht. Nicht Schaden bekommen. Ja, ich hab doch möglicherweise. Ist sie denn eingesetzt? Was macht die denn dann? Ah, ich höre eine Spinne irgendwo. Kacke. Naja, egal. Ich habe einfach nur Angst. Ich würde sterben. Oh, es wird Tag, oder? Nee, doch nicht. Nee, es ist komplett Nacht. Ich hab grad. Yo, Leute! Hä? Wie steht das nicht in der Farbe Rot da, wie unser Team ist? Nö, blau. Wir sind offenbar das blaue Team. Nice! Okay. Ist die die ist offenbar eingegrenzt, unsere Safe Zone. Das empfinde ich jetzt zwar nicht so, aber kann ja sein. Und die ist wirklich ganz in der Ecke. Und ist die irgendwie markiert oder so? Also, ich lese mal vor. Am Spawn seht ihr doch die 4 Ecken des Quadrats. Jede Ecke hat eine Farbe. Eure Farbe zeigt die Richtung an. Zottel, genau, da war keine. Muss sein, war der Border. Auf der Bedrock-Plattform, da ist Wolle. Ja, ihr müsst in die Ecke. In jeder Ecke ist eine Safe Zone. Unsere ist also im Wasser. Möglicherweise, ich habe nichts an der Map geändert. Es ist aber scheiße, wenn unsere im Wasser ist und die anderen einen Berg oder so haben. Ja. Egal, wir machen daraus einen Berg, ganz einfach. Wir schauen einfach, ob da irgendwie eine Plattform ist und dann bauen wir uns da eine kleine Burg oder sowas. Oder einfach mal nur ein bisschen Verteidigung, dass die uns nicht abknallen können. Also eigentlich haben wir echt einen Vorteil im Wasser, weil da kann sich keiner so einfach
hinbauen und hinbauen, uns, ja. Und uns niederschießen. Hat Vor- und Nachteile. Ja. Baut euch jetzt auf jeden Fall ein, wenn ihr gekickt werdet, wird man automatisch gekickt. Schreibt mal, wann ihr gekickt werdet, weil dann liebe ich und geht dann gleich mal mit an. Shit, meine Spitzhacke ist genau mit diesem einen Schlag kaputt geworden. Jetzt kann ich mich nicht mehr raus. Oh, deine Zeit ist zu Ende. Du kannst heute noch okay, einmal auf Okay, ich gut. Jan, okay. Hast du geguckt? Ich hab geliebt. Okay, gut. Okay, dann war's das mit dieser Folge. Ja, wenn euch die erste Folge gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und wie immer, habt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Genau. Schaut doch bei den Mitspielern vorbei. Und genau. Ciao. Jo, haut rein. Ciao.